Tits. An jeden Sportlehrer, der sagt, ihr müsst trotzdem Sport mitmachen, obwohl ihr eure Tage habt, der soll das mal ranmachen. Ja, wirklich, der soll sich wirklich Alter. Der soll und das ranmachen. Hallo und willkommen zurück zu meinem Kanal. Wir probieren heute Periodensimulator. Die geben so kleine EMS-Stromschocks dahin, wo Frauen möglicherweise ihre Periodenschmerzen haben. Wir haben auch eine Frau dabei beim Dreh. Mona sagt dann auch, dass sich wirklich so anfühlt, wie sich das anfühlt. Das Ganze probiere ich einmal aus, probiert mein Team einmal aus und dann fahren wir zu ein paar Freunden hier in Köln und probieren das auch mit denen aus. Also mehr im Video. Ich packe das mal aus, das Teil. Das ist gefährlich wahrscheinlich, ne? Was passiert denn mit dem Terrin auslaufen? It was at this moment that he knew. Ach scheiß drauf, wir haben schon ein Gerät vorbereitet. Wir probieren einfach das Teil, was wir vorbereitet haben. So sieht das dann aus, wenn man es ausgepackt hat. Ne, das ist das ist die Fernbedienung. Und das sind diese Pads, die man sich hier rauf macht. Die sehen ein bisschen aus wie so im Krankenhaus, diese Herzüberwachungsteile. Ich mach das mal ran. So, ne, Mona? Mhm. Dann schalten wir die ganze Gerätschaft hier einmal ein. Ich glaube, jetzt kann ich, wenn ich hier rausgehe. Ah ja, jetzt spüre ich das so ein bisschen. Ich mache mal beide auf 5. Oh. Das ist einfach wie so, das vibriert so in die Haut rein. Oh. Okay, das sind 10. Okay. Das Dumme ist, ich weiß halt nicht genau, was wirklich Periodenkrämpfe sind. Ob 10 schon Periodenkrämpfe sind oder ob das ein Joke ist gerade. Oder ob das viel zu viel ist. Lass mich das mal ausprobieren. Ich gebe dir die einmal mal an. Ja. Das ist übrigens Mona für alle Beteiligten. Ich bin nicht gern vor der Kamera, aber ich werde gezwungen. Okay, also wir machen das jetzt mal an. Ja. Das kitzelt. Okay. Ich mach's jetzt mal auf 8. Nee, das fühlt sich schon anders an, ne? Das fühlt sich schon anders an. Das sicher? Das vibriert gerade einfach nur. Wie das vibriert? Machen wir jetzt mal auf 10, okay? Ja. Das ist das, wo ich nicht mehr laufen konnte. Hä? Nee, aber wirklich jetzt? Du verarschst nicht, dass das weh tat? Das hat richtig weh. Dann machen wir das mal so hoch, wie es geht, okay? Einfach mal, mach mal selber einfach, du weißt, wie das geht. Ist 15 das höchste? Also, ne, das ist jetzt nicht mehr angenehm. Also es juckt mich nicht. Also, ist nicht dein Ernst? Doch. Labe, du hast 15. Gib mal einen 15er. Gib mal einen 15er. Ah! Ah! Au, au, au. Okay, warte ich. Ah! Ah, ah, nein, nein. Stopp, stopp. Are you kidding? Ah, ah, ah. Du hast das die ganze Zeit drauf. Ja! Okay, Tobi, du bist dran. Alter, das ist nicht dein Ernst. Halt's Maul. Zieh mal, mach mal 15. Das kann ich, das hält mir nicht an. Ich merke das nicht mehr. Oh, das ist geisteskrank. Junge. Hä? Wieso kannst du denn stehen? Ich kann überhaupt nicht stehen mit dir. Also, das ist aber wirklich schwierig. 10 kann man vielleicht irgendwie aushalten. Das ist viel schlimmer. Nein, das stimmt, nee, das kann nicht sein. Guck mal. I swear to God, das kann nicht schlimmer sein. Wenn das 15 ist und es gibt Tage, da liegst du wirklich im Bett gekrümmt und du kannst nicht laufen, es gibt Mädels, die übergeben sich von den Schmerzen. Da ist das dann immer so. Ja! Also ich glaube, man hat immer durchgehend so eine 5, 6 oder so safe. Also kann und dann gibt es aber Zeiten, wo du wirklich richtig, richtig Schmerzen hast und du kannst nicht aus dem Bett aufstehen. Alright, meine Lieben, wir haben gerade den Periodensimulator probiert. Mona hat es nicht gejuckt. Tobi und ich sind beide gestorben. Jetzt gucken wir mal, wie es meinen Freunden damit geht. Hallo meine Lieben, ich bin bei meinem guten Freund Basti. Ja, guter Freund ist übertrieben, ne? Also ne, ich habe dir nichts gesagt, worum es geht. Hast du eine Ahnung? Was hast du hier? Genau, darum geht's. Wenn es irgendwas mit Strom ist, mache ich es nicht. Wir können jetzt zusammen Periode haben. Okay? Also los geht's. Also durchschnittlich Frauen haben das immer. Also nein, sozusagen das nicht mal, das ist immer. Oh! Oh! Digga, was ist denn das? Mein ganzer Bauch zuckt noch. Wirklich? Das ist Unterleibsschmerzen. Nee, und nicht mal. Ne? Ich möchte, dass die wirklich die ganze Zeit sagen, es tut mehr weh. Wirklich. Das ist normal, dass mein Ei weh tut. Nicht, wenn da irgendwas geplatzt ist wegen dem Strom. Der platzt nicht. Genau. Okay, also, cheers. Ja, ich wollte einfach nochmal ein bisschen über Berlin schnacken mit dir. Wir waren ja relativ. Ah! Mach aus! Nein, aus, nein, aus. Doch. Bro, ich bin sehr empfindlich, was Strom angeht, ehrlich jetzt. Oh. Wie viel hat er geschafft? Na, 10, 11. Das ist also sozusagen einfach für deine Ehre oder so, das ist das Höchste, was du gegangen bist, ne? 10, ja, ist das halt so. Bist du fein damit? Ja, oder willst du noch einmal? Nee, nee. Okay, passt. Dankeschön. Vielen Dank, wir fahren mal zu Marc Eggers. Glaubst du, dir steckt das besser weg als du? Ich glaube, Marc Eggers wird davon geil. Du hast ja viel Kontakt mit Frauen auch, ne? Wie meinst du das jetzt? Okay, ist egal. Freundschaftlichen Kontakt mit Frauen. Ja, ja, klar. Die Frauen haben ja, also sozusagen, ne, Frauen unterscheiden sich ja grundlegend von Männern.
Unter anderem auch dadurch, dass sie ihre Tage bekommen. Ich habe so einen Periodensimulator. Bisschen plautzer auch schon bei dir, ne? Ja, ich muss mal wieder ins Fitnessstudio. Ja, zeig mal deinen Bauch. Ich hab echt gut zugelegt, ey. Was ist da los? Was ist da los? Ich kann dir zeigen, was da los ist. Das ist los, Digga. Ohne Ende, wie Keller ist hier los. Was ist das denn? Das ist der Lifestyle von Marc Eggers. Also ihr seid so heftig auf der Plauze drauf hier gerade. Tobi ist super, der kann da ein Sixpack drauf bearbeiten. Ja? Bitte einmal ein Sixpack drauf bearbeiten. Einmal jetzt so. Ah. Komm, stell dich mal hin. Komm, wir stellen uns. Was ist das jetzt? Komm, stell dich mal hin. Marc, auch noch voll okay. Nee, das haben ja Frauen nicht. Doch, das haben Frauen. Ah. Oh, ich hab's gefühlt. Marc, stell dich mal hin. Nein, wie viel ist das? Ah, was ist das denn? 14 ist ja heftig. Dreh mal einmal hoch nochmal. Ah, okay. Mach mal runter, bitte. Stopp. Wie viel war das gerade? 14? Ja. Nein, ihr schafft kein 14. Ich schwör zu Gott, die Mona hatte 23 und stand einfach rum und meinte, das macht ihr nichts. Du hast 23 gemacht, du hast es nicht gemerkt. Ja, ich hab's schon gemerkt. Alter, weißt du, was passiert? Ich spanne meine Beine an und deswegen verkrampfen sich die Beine. Aber guck mal, wie cool ich mittlerweile bin, weil ich schon ein bisschen gewöhnt bin. Okay, wir... Wow! Chill doch! Wow! Oh mein Gott! Okay, also wenn du Marc Eggers toppen willst, dann musst du auf 15 rauf. 15? Alter! Chill. Das bleibt doch nicht beständig. Warum ist es denn die ganze Zeit? Muss es denn die ganze Zeit sein? Wie viele Tage habt ihr das? Unterschiedlich. Manche drei, manche haben es 7 Tage. Also eine ganze Woche. Ja, immer beim Schlafen, beim Autofahren, beim Essen gehen. Boah, ist das fucking ungeil. Ja, ist echt super scheiße. Da kann man da nichts irgendwas gegen machen oder so? Iberogast. Alter, ich bin so cool mittlerweile. Okay. Nummer 12. Boah! Ich will gar nicht. Komm, stell dich mal hin. Nee, ich will mich nicht aufstellen. Ah, doch, komm, stell mal. Oh mein Gott. Einfach mal ganz entspannt stehen. Oh! Okay, komm. Oh, wie stark ist das denn? 13. Ah, chill! Nee! Oh, nee. Mm-mm. Komm, geh auf 16. Nein. Wie viel sind wir gerade? 13. Einmal 16 antippen. Wer länger aushält, okay? Oh Mann, du bist so ein Wichser. Dann machen wir eine kleine Challenge. Du bist so ein Wichser. Ja! Nee, aus! Weg! Bei mir ist das auch ein bisschen geil. Das ist jetzt 5. Hast du mehr? Aber sag mal, die Schmerzen sind doch anders, oder? Das ist was ganz anderes. Ist das wie Periode haben? Nee. Okay, ich mach mal auf 13, okay? Ja, komm. Sie lacht einfach nur. Weg! Ey, du warst kurz bei 23. Ja. Liebe Schmerzen. Willst du es mitnehmen? Ja. Emily, ich schenk dir das. Nein, ich hab eh keinen Sex. Jetzt ist es Kitzel teuer auch. Digga, du bist auf 20, Dina. Ja, willst du mal sehen, was passiert, wenn ich 20 mache? Ja. Gott. Okay, das ist jetzt die höchste Stufe. Okay, ja, jetzt ist es ein bisschen. Jetzt ist es unangenehm. Also es ist wesentlich unangenehmer, wenn man seine Tage hat, weil dann zieht das so überall rein. Also findest du, das hat nichts damit zu tun? Ja, null. Wirklich null. Boah, es war echt so anstrengend. Krass, ne? Und dann musst du ja deinen Alltag irgendwie bewältigen. Mit Autofahren. Manchmal schon. Ja, manchmal kommt es. Du weißt ja nicht, wann es kommt. Jetzt manchmal bist du. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe kranken Respekt vor Frauen, dass sie so durchstehen. Jeden Monat, Mann. Es ist no joke so. Digga, du musst mal überlegen, dieser Pain, der ist ja dann in so Belastungsspitzen, der ist ja dann auf so einem Grundlevel, dann spiket das kurz und dann... Das ist Untergang. Und dazu kommen noch Blutung und Kotzen und... Es ist ja aber auch bei jeder Frau irgendwie anders, ne? Also ich kenne ja Frauen, wo es halt gar nicht so ist, ne? Aber ich kenne von Freundinnen, die können straight 5 Tage nicht rausgehen. Die verlassen das Haus nicht, wenn es nicht geht. Ich habe wirklich meine Ex-Freundin, die ist auch ins Krankenhaus, weil die immer so schlimme Schmerzen hatte. Wirklich? Ja, ich habe das schon ernst genommen. So, aber wenn ich das jetzt gerade gemerkt habe, denke ich mir, oha. Ey, ganz ehrlich, ich empfehle das fast jedem Typen mal kurz zu machen. Einfach nur, damit die realisieren, was das für eine Scheiße ist. Einfach damit das nächste Mal, wenn ein Typ eine Freundin hat oder auch einfach nur mit Frauen unterwegs ist, und die sagt, ey, ich habe gerade meine Tage, dass man versteht, was das bedeutet. Ist das eine Scheiße? Das ist nicht so, ne? Ich will es wirklich aus tiefstem Herzen sagen, es ist noch viel schlimmer. Ist das eine Scheiße, oder? Noch viel schlimmer? Ja. An alle Frauen da draußen, ihr habt meinen größten Respekt. Danke, dass es euch gibt, dass ihr diese Schmerzen auf euch nimmt, damit wir irgendwann uns alle vermehren können. Was soll man da sagen? Ich liebe euch alle. Das ist so unfair.
Ja, das ist halt unfair. Richtig unfair, dass es ach nicht so, bei jedem Menschen ist. Und vor allem, dass es dann ja auch nochmal Abstufungen gibt. Dass es halt Leute gibt, die halt dann, weil dann ist ja dieses so, ja, stell dich nicht so an, weil im großen Teil hat man das ja so als normales Ding im Kopf, ja, als Kerl. Ja. Und dann diese Belastungsfälle, die es halt richtig schwer haben, ja, die nimmt dann halt meistens niemand ernst. So. Aber jetzt können wir beide das besser verstehen. Meine Lieben, wenn ihr sehen wollt, wie ich das Teil den ganzen Tag lang dran habe und abkacke, dann lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann.